Blub, blub, Leute, willkommen zu Majesty 2 in Ardania. Wir machen die normale Kampagne immer noch. Und die nächste Mission wird das Gold von Chiort. Haben die Leute gerade gewählt. Zumindest war Shiro schneller mit Gold, also machen wir Gold. Hören wir uns das mal an. Euer Königreich braucht Gold. Oh, es ist so leise. Oh nein, die Schatzkammer ist natürlich sicher. Ich überwache sie persönlich. Aber der Krieg ist eine kostspielige Angelegenheit, Majestät. Euer Krieg gegen den Dämonen wird teuer werden. Die Geldleiher möchten keine Partei ergreifen, aus Furcht, dass der Markt sich an ihnen rächen könnte. Aber seid unbesorgt, Majestät. Ich habe einen Plan. Das ehemalige Königreich Chiort, einst weithin für seine Flüsse aus Gold bekannt, liegt ganz in der Nähe, Majestät. Vor etwa 50 Jahren suchte der letzte König von Chiort einen Vergleich mit der Gaunergilde auszuhandeln, die illegalerweise die Reichtümer Chiorts abgetragen hatte. Es lief nicht nach seinen Wünschen. Der König von Chiort, wie man so schön sagt, schläft bei den Fischen, was auch hilft, den Reichtum der Gaunergilde zu erklären. Wir haben Glück, Eure Majestät. Hatte ich schon erwähnt, dass die Vorsteherin der Gaunergilde eine gute Freundin von mir ist? Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein sympathischer Kerl. Sollte ich meinen Charme nicht maßlos überschätzen, werden wir bald ein Übereinkommen getroffen haben und ihr habt so viel Gold, wie ihr benötigt. Der Typ ist so geil, ey. Der Sprecher ist einfach nur der Meister, Leute. Gesundheit, Schatz. So. Es ist unerträglich heiß hier, Eure Majestät. Ich bemitleide diese armen Steuereintreiber. Vielleicht sollten wir ihre Uniform durch etwas mit kurzen Ärmeln ersetzen. Soll ich den königlichen Hofschneider in Kenntnis setzen? Nee, bitte nicht, danke. Es scheint ein bedauernswertes Problem zu geben. Die Gaunergilde weigert sich, euch Gold zu überlassen. Gauner-Unterschlupf. Aber verfallt nicht gleich in Panik, Eure Majestät. Ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Örtliche Kaufleute bieten an, eurem Königreich beizutreten, wenn ihr sie im Gegenzug vor den Gaunern beschützt. Und hatte ich erwähnt, ich kann den Palast ausbauen, sehr erfolgreiche Kaufleute handelt? Ich bitte tausendmal um Vergebung, Eure Majestät. Ich habe wohl die Karte verlegt, die ich von den Kaufleuten erhalten habe. Eure Helden müssen im Dschungel nach den Handelsposten suchen. Und noch etwas. Wir brauchen die örtliche Gaunergilde nicht mehr länger. Befehlt euren Helden, jeden Unterschlupf der Gauner zu zerstören. Okay. Ich mache ein bisschen Standard-Opening und zwar zuerst eine Gaunergilde, meine eigene natürlich, und dann eine Klerikergilde. Kleriker sind natürlich diejenigen, die dafür sorgen werden, dass die Gauner unendlich lange leben, hoffentlich. Und ich hoffe, dass das ein guter Standard-Opening-Move ist, damit wir hier lange überleben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber schauen wir mal. Wir könnten noch ein Wachhaus bauen, aber ich weiß nicht, woher die Viecher kommen. Ah, von da oben, von der Gaunergilde, okay. Good to know. Die Frage ist, bleibt das der Fall? Holen wir direkt mal 3 Trullers. Wir haben genügend Geld momentan. Ich pack dir sogar... Nein, das ist falsch. Ich pack dir sogar mal ein bisschen Geld da drauf. So 100. Dafür erhalte ich eine hohe Belohnung. Genau, holt sie euch. Die Schlange. Ich hätte auch gern direkt einen Marktplatz, to be honest. Ich weiß, zu viele Gebäude auf einmal bauen ist nicht gut. Weil dann ganz schnell die Kanalisation und sowas kommt, aber Marktplatz ist immer gut eigentlich. Der bringt uns Geld. Das Dumme ist, ich weiß noch nichts über die Map. Oh, du. Ja, das schafft es sogar. Moin. Jetzt ist mein Geld weg. Klerikergilde ist dann. So viele wie es geht von den Trullers. Und die Heilung nehmen wir auch gleich mit. Sonst bringt uns das nicht viel. Und ihr, ich will die Erpressung haben und ich will euer Giftöl noch nicht haben. Sehr gut. Ja, hier kommen sie jetzt nämlich alle an, die Schweine. Seht ihr das? Ah, und die hat eine von uns getötet. Damn it. Jetzt kriegen wir auch einen Friedhof, was auch suckt. Und ich muss eine neue Troller holen. Ja, die Kleriker machen mit ihr kurzen Prozess, das sage ich dir. Warum kriege ich keine neue? She's dead.
Ah, der Friedhof ist noch nicht gespawnt, deshalb... Oh nein! Jetzt Minotauren? Seid ihr noch ganz bei Trost? Die kommen von hier unten, das heißt, hier wird dir das Ding hingepackt. Hier ist der Friedhof gespawnt, was ein bisschen shitty ist. Die Minotauren, das ist natürlich extrem ekelhaft, to be honest. Mein Ehrgeiz hat sich ausgedacht. Okay, aber die Kleriker sind doch extrem mördertastisch. Das müsst ihr euch mal geben. Sie hat gerade fast alleine die Notaurung getötet. Ihr drei seid aber ein bisschen ekelhaft. Ich will hier auf jeden Fall den Schutz haben gegen den Minotaurus. Hier können wir uns noch eine neue holen von euch. Geldtechnisch. Ich glaube, ich kann hiermit doch noch was machen. Was macht ihr? Der Umhang, Großteil der Gesundheit aller Helden oder erhöht vorübergehend die königlich-gesammelte Goldmenge. Yes, please. Goldmenge her. Gebt mir Gold. Ich brauche Gold. So, außerdem will ich dann, glaube ich, noch eine Gilde haben. Und zwar die Kriegergilde. Wie süß kann ein Mensch eigentlich niesen? Ja, ne? Medi-Line. Der Pöbel hat zu schweigen. Hierania sagt, wie süß kann ein Mensch eigentlich niesen? Und sie meint dich damit. Okay, das haben wir gleich erledigt. Die Gauner hier oben gehen mir so ein bisschen auf den Frack, to be honest. Gucken wir mal, dass ihr hier ein bisschen kaputt haut. Und mein Markt wurde nicht fertig. Damn! Und sie haben mein Bauernhaus zerstört. Das ist nicht cool. Und der Minotaurus ist da. Ja, moin. Und das Ding hier wird damit nicht fertig werden. Ich hatte gehofft, das wird fertig vorher. Das Glück ist auf meiner Seite. Wir haben die Kriegergilde verloren. Oh, das war schmerzhaft. Das hat viel Geld gekostet. Das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Die Gauner sind ganz schön heftig drauf. Und ich habe noch einen Level 1er. Das ist auch nicht cool. Auch hier brauchen wir 100. Aber euch muss ich auch erledigen, weil ihr tötet mich gerade. Das ist nicht cool. Ich glaube, ich sollte hier einen hinsetzen. Aha, die kommen von hier oben und von hier. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein paar Türme hinsetzen. Die Türme sind nur schweineteuer und der wäre schon nicht fertig hier. Bitte nicht meinen Steuereintreiber töten, danke. Okay, der Turm ist zumindest fertig. Ich sollte ihn eigentlich direkt upgraden, aber ich kann gerade nicht. Ich brauche neue Türme. Mein Ehrgeiz hat sich ausgezahlt. Da ein Turm. Aha, und ich warte, glaube ich, erstmal noch. Oh, 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 ich brauche mehr Gold. Ja, der Goldsegen ist schön. Wenn der jetzt auch bei mir ankommt, wäre das gut. Das Schöne ist, die leveln recht gut. Aha, wir haben eine Klerikerin verloren und dann noch Stufe 4. Wie teuer ist es, wenn ich dich wieder zurückkaufen will? Du kostest fast nichts, aber du bist mir auch egal. Das ist gut. Ich glaube, hiermit können wir zumindest ein bisschen standhalten. Ich muss die Klerikerin wieder haben. Da ist sie. 875, das ist eine Menge Geld. Aber das ist auch wert. Stufe 4 ist die schon echt gut. Wir müssen die wirklich, wirklich am Leben halten. Das ist super, super wichtig. Aber darum hätte ich gerne auch mehr von denen. Will nicht meinen Steuerberater töten, ob sich... ist nicht Steuerberater, ist Steuereintreiber. Aber ja, ob sich bei der Angst prinzipiell nicht einen neuen suchen sollte? Ja, das stimmt. Das ist schon wahr, aber ich habe momentan keine andere Wahl, als den einen zu akzeptieren, der hier ist. Ich muss einen Marktplatz machen. Wir brauchen definitiv einen. Ich könnte es nochmal hier versuchen, aber ganz ehrlich, ich will eigentlich erst hier einen Turm sehen. Ja. Ich meine, das ist kein Problem, die Olle zu killen. Das Problem wird, den zu töten noch. Aber ich meine, solange sie auf den Turm konzentriert, kann sie das machen. Das ist gut. Wir müssen echt gucken, dass wir jetzt aufrüsten können. Ich versuche nochmal den Markt zu machen, und zwar nahe bei diesem Turm. Ich werde keine neue Klerikerin holen, ich will die hier holen. Wir müssen gerade mit zwei klarkommen. Ah, das ist shit und der Turm ist noch nicht fertig. Ja, okay, also die hier sind mir zuwider.
Ihr müsst sterben. Alle Helden dahin. Das Glück ist auf meiner Seite. Der andere Turm steht, der kann selber kämpfen, aber ihr müsst jetzt dahin. Hier ist auch noch so eine von den Ollen. Oh Gott, hier wird man ja richtig überrannt von Gaunern. Das Problem ist halt, dass ich nur eine begrenzte Anzahl von den Typen machen kann, ne? Ah, ich hätte heilen sollen. Na egal, wir brauchen Gold. Ich kann halt nur 3 pro Gilde machen, sonst muss ich ein neues Gildenhaus bauen, was halt ziemlicher Cheat ist. Aber wie man sieht, die Kleriker hauen rein und leider ist der Turm hier oben kaputt. Das ist verdammt teuer. Dass der Turm hin ist, ist verdammt teuer. Ja, und es kommen von allen Richtungen die Schweine angerannt, ey. Von allen. Aber der Anfang ist immer das Schwierige bei dem Game. Wenn wir den überwunden haben, dann läuft es. Wir müssen nur schauen, dass wir unsere Verteidigung auf die Beine gestellt bekommen. Wie auch immer die aussieht. Es könnten natürlich auch Krieger sein. Und ich glaube, das ist sogar die bessere... Oh mein Gott, das ist die bessere Variante. Wir brauchen einfach mehr Mann hier auf dem Feld. Vielleicht Waldhüter. Nur langweilige Aussichten. Vielleicht können wir auch mit Waldhütern hier was reißen. Eine Belohnung für meine Arbeit. Ich kann hier nicht bauen. Shit. Und hier kommen mal die Skelette an und alle. Ah, es ist einfach schweinisch. Schweinisch. Immerhin ist hier der Safe. Das ist gut. Wenn der Turm erstmal fertig ist, ist es eigentlich kein Problem mehr. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr Heiltränke bekommt. Genauso aber auch Amulette der Regeneration. Oh, das ist ein besserer Minotaurus. Guck mal, der schwarze Minotaurus, was der für einen kurzen Prozess mit uns macht. Ihr habt ihr Geld. Ihr kriegt noch mehr Geld, wenn ihr wollt. Ist mir egal, aber bitte sorgt dafür, dass der Turm nicht kaputt geht. Das ist teuer. Oh, noch ein Bauernhaus im Arsch. My goodness. Ach, Twitch erlaubt ja hier Umfragen zu stellen. Wollte ich bei der Levelwahl eigentlich anwerfen, habe aber nicht gefunden, wie es geht. Ja. Du meinst aber Predictions. Das ist keine Umfrage. Prediction ist Betting. Also es ist Gambling-System. Ja, das ist gut. Also den schwarzen Minotaurus kriegen wir zusammen schon tot. Das dauert nur ewig, ey. Und der Turm geht dabei fast drauf. Der wird auch noch gleich drauf gehen, fürchte ich. Ja, he's dead. Aber der ist nicht so schlimm, der spawnt ja unendlich nach. Gut, hier haben wir auch einen Turm. Mana wäre auch gut, weil ich glaube, Mana ist ein Problem für unsere Trullers. Mein Ehrgeiz hat sich auf. Ah, und ihr jetzt auch noch da oben, ey. Ich hätte halt gern hier einen Turm, damit die Skelette was zu tun haben und nicht an meine Waldhüter-Gilde rennen. Aber ich meine, wir jetzt noch Waldhüter dazu haben. Wir haben die falschen Tanks leider. Ach, Ratten sind jetzt auch da. Wo? Da ist die Kanalisation. Damn, und natürlich wieder weit weg von meinen Türmen. Also solange jetzt nicht noch ein schwarzer Minotaurus auf... kommt, sind wir gut dabei. Ich brauche noch eine Troller. Die wird nur Stufe 4 sein. Aber seht mal, wie schnell die steigen. Stufe 9. Die anderen sind noch lange nicht so weit. Mein Ehrgeiz hat sich ausbezahlt. Das ist sehr gut, dass ihr das kaputt macht. Mehr Gold aus dieser Schlacht. Das Spiel ist, wenn ihr es noch nicht kennt, so ein ewiges Hin- und Herringen. Jeder drückt von allen Seiten und man muss versuchen, irgendwo Fortschritte zu machen. Damit das, sich relativiert, was sie hier raushauen. Ich habe das Gefühl, ich habe über die Jahre mehr über Twitch vergessen, als ich mal wusste. Ja, das kann gut sein. Die haben ja auch wieder einiges geändert. Die Predictions sind auch sehr, sehr neu. Ah, das ist schlecht. Du bist nur Level 1. Ja, oder Level 2. Einer ist schon wieder tot, wie es aussieht. Ja, aber da du Level 1 warst, kann ich dich auch direkt erwecken. Ist nicht so wild. Bitte mehr Gold, dankeschön. Da ist jemand tot, sehr gut. Ich glaube, ich muss hier oben einen Turm machen, obwohl ich lieber den Dings hier kontrollieren würde. Wir wissen ja, wir können nicht so viele Türme machen. Vielleicht kann ich das ein bisschen relativ so setzen, okay? Wir haben den Marktplatz, das ist ein großer, großer Vorteil. Kann ich dich jetzt wieder erwecken? Ja, danke. Oh, sorry. Kurz mal nachschauen. Okay.
Ich bin geneigt, die hier aufzurüsten bei nächster Gelegenheit. Vor allem den hier, wenn hier schwarze Minotauren ankommen. Das wird sehr, sehr wichtig. Und er schützt zwei Bauernhäuser, was halt sehr stark ist. Okay, du kämpfst gegen den. Hat Gary, by the way, die Mission schon neu gestartet? Nein. Warum sollte ich, Shiro? Noch sieht's okay aus. Noch halten wir Stand. Vor allem, wenn die Kriegergilde fertig wird, was sie jetzt gerade ist, dann kriegen wir noch ein paar Krieger und die hauen gut rein. Wir haben auch noch alle, wir haben alle Trollers wieder, die ist sogar noch ein Level gestiegen. Wir haben Bogenschützen, jetzt kriegen wir noch Krieger. Sehr gut. Ja, und die Bogenschützen reißen. Sobald man ein komplettes... Schatzkammer ist fast leer, ja. Aber sobald man hier so ein komplettes Zeug auf die Beine gestellt hat, ist das machbar. Die Frage ist, wo ist meine Mission? Wie viel Geld muss ich überhaupt kriegen? 18 Tage für 35.000. Okay, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Ich will auf jeden Fall noch einen von euch, damit wir voll haben. Und dann werdet ihr hier mal tierisch aufs Maul hauen. Sieh mal zu. Ja, wir müssen definitiv erkunden. Erkunde hier mal jemand. Erkunde hier mal jemand. 18 Tage, das ist nicht viel. Dann mache ich mal Spaß und Prediction. Ja, go. Hallo Sapsi, schön, dass du reinschaust. Du hast leider das Ende von Spyro verpasst und die 100%, die wir gemacht haben. Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall schon... Oh mein Gott, wie gut sie ist. Mein Ehrgeiz. Da hilft ja auch der Heiltrank nicht, Rulla. Ja, sie hat 5 Heiltränke. Ja, moin, sehr gut. Ja, ich sage, die Heiltränke werden hier richtig Geld reinbringen. Regenerationsamulett ist nice. Ist sehr... Oh mein Gott, ich habe auf einmal 5000 Gold. Wo kam das denn her? Von dem hier. Oh nein, der Waldhüter ist gestorben. Shit. Weil ich das Ding kaputt gemacht habe, kamen 5000 Gold in meine Schatzkammer. What the hell? Ja, so können wir das schaffen. Oh oh. Oh oh. Das hier bitte weg. Hier. 500 Gold. Have fun. Ja, der ist gestorben, aber der ist noch nicht wieder... Der ist noch auf dem Friedhof gelandet. Ich glaube, ich will die Kleriker verbessern momentan. Und die will ich auch verbessern. Und die will ich auch verbessern. Dich müsste ich jetzt nicht unbedingt verbessern. I think. Dich muss ich verbessern. Das Wachhaus wird bei nächster Gelegenheit repariert. Also verbessert, aufgerüstet. Aha. Da kommt ihr Schweine also her. Und hier ist nur normaler Minotaurus drin. Ich will 500 hier sehen. Du musst auch upgradet werden. Jetzt, wo ich den Geldinflux habe, kann ich upgraden. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Ah, ihr werdet von Ratten angegriffen. Das sollte aber für dich kein Problem sein. Was macht ihr für eine Vorhersage? Schafft Gary die Mission im ersten Versuch? Oh. Das ist ein bisschen groß für eine Vorhersage, ja. Aber ich meine, warum nicht? Könnt ihr mal probieren. Ihr dürft setzen, so viel ihr wollt. Have fun. Kann noch viel passieren in der Mission, denkt dran. Okay, ja. 300 dafür, das ist wichtig. Die 250 hierfür kann ich jetzt auch ausgeben, das ist in Ordnung. Okay, und damit werden meine Leute stärker, das ist gut. Theoretisch könnte ich sogar noch eine Gilde machen. Die Frage ist, was für eine würde ich machen? Was will ich mehr haben? Eigentlich Tanks und Heiler. Das ist das Wichtige. Das heißt, auf jeden Fall eine Klerikergilde. Auf jeden Fall eine... Oh, aber die Sachen wären auch gut. Eine Schmiede wäre gut. Eine Schmiede wäre echt wunderschön. Die hätte ich aber lieber hier, glaube ich. Ist aber zu nah an den Minotauren, meiner Meinung nach. Pack mir da eine Schmiede hin. Handelsposten kann ich noch nicht. Statue des Königs. Gasthaus wäre nice. Um Heldengruppen zu versammeln, theoretisch, ne? Ich glaube, wir machen mal eines. Einfach, weil ich die Kohle gerade habe. Wir werden ja noch ein paar Dingsels hier finden.
Mach hier mal 200 draus. Mach hier auch mal 200 draus. Das Geld kommt ja wieder zu uns zurück. Es dauert nur ein bisschen. Mehr Nahkampfschaden. Erfordert Mana, magischer Angriff für Untote. Ja. Geringen Schaden zu. Kurzen Zeitraum kleine Verletzungen zu. Ja. Oh Gott. Nein. Wieso kommen jetzt Elementare? Mein Ehrgeiz hat sich aus. Du willst mich doch verarschen, Game. Ja, lass mal Elementare spawnen. Moin. Nur weil ich den Minotaurus hier gekillt habe. Ja, das Game ist manchmal so arsch. Das Game ist manchmal so arsch zu einem. Aber wir haben hier den besseren Turm. Das heißt, gegen das Elementar sind wir gewappnet. Das Bierhaus ist fertig. Oh ja, das Bierhaus. Schade wegen Spyro, eventuell kann ich es nicht, kann ich es nachschauen. Ja, kannst du, klar. Doch, doch, natürlich kannst du nachschauen. Das kommt ja sowieso bald auf Steam dann. Oh, das tut weh. Oh mein Gott, guck mal, das Elementar zerhackt uns hier komplett den Turm. Dabei hat er 1000 Lebenspunkte. Uff, uff, uff. Rennt hier jemand hin? Noch nicht? Ah, hier war gerade jemand. Und hier ist ein Handelsposten. And I need this. Wer... Wo, 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 wo? Wer baut hier einen Handelsposten? Das bin aber nicht ich. Ich habe hier keinen Handelsposten gemacht. Did I? No, I didn't. Aber ich brauche auf jeden Fall hier einen Turm zur Verteidigung. Auch wenn der auf Stufe 2 sowieso verteidigt wird, aber der ist nicht von mir. Der ist Stufe 2. Der verteidigt sich aber nicht gut genug gegen Feinde. Oh nein, noch eins. Sag mal, wo kommen die Viecher denn her? Ja, das übersteht der Turm nicht. Mein Ehrgeiz hat sich ausbezahlt. Scheiße. Das ist ein herber Verlust, dieser Turm. Oh, Killerbyte. Hey, moin. Das ist es nicht wert. Ja, das ist richtig übel hier. Wow. Ich kann sogar noch den heimtückischen Hieb machen. Ja. Wir müssen die einfach verbessern. Das ist die einzige Wahl, die wir haben. Du bist mir egal. Hier ist noch jemand gestorben. Die wird teuer. Als Gaunerin. Lähmender Hieb wäre auch gut. Mit fünffachem Schaden. Ah, sie haben es gekillt. Sehr gut. Und er hat dadurch richtig viel Geld wahrscheinlich bekommen, zusammen mit der Truller. Gaunerin wiederbeleben. Ja, die kostet sehr viel. I know. It hurts. Aber wir müssen da durch. Präzisionsschuss, ganz wichtig. Sehr teuer, das Aufrüsten. Hier könnt ihr euch erholen. Ich hoffe, dafür kriege ich auch Geld zurück. Ja, kriege ich. Dieser Handelsposten wird hiermit zum Eigentum direkt tot. Erklärt und das Vieh kommt raus und ist tot. Helden und Armeen des Königs beschützt. Das ist gut. Das gefällt mir. Warum kann er die Ratte nicht angreifen? Ah, weil er die Ratte angreift. Komm, töte die Ratte, bevor der meine Troller tötet. Ja, sehr gut. Der hier braucht keinen Schutz. Das hier braucht Schutz. 200 Gold müssen reichen. Oh Gott! Bitte nochmal das Vieh töten. Danke. Oh, das war gut, dass du einen Heil dran genommen hast, Mädel. Okay, wir haben zwei Heiler da. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein, das Vieh zu töten. Ich muss den Turm hier errichten. Und ich muss ihn direkt aufrüsten. Das geht so nicht. Oh mein Gott, hier haben wir noch mehr Elementare. Sag mal, was ist denn hier auf einmal los mit Elementarschlonzern? Upgrade. Upgrade, noch mehr Elementare. Alter Vater, ey. Bauernhaus zerstört schon. Okay, ich glaube, was uns wirklich helfen würde, wären mehr Kleriker. Mehr Kleriker. Oh mein Gott. Ja, ohne einen Kleriker hier ist der tot.
Ich heile ihn mal, auch wenn es Geld kostet. Ja, ich glaube, das hat nichts gebracht. Der ist gestunt, ey. Oh, und dann kommen die Skelette auch noch. Ich meine, ihr gönnt euch zumindest einen Heiltrank, was gut ist. Okay. Shit, und jetzt ist hier oben auch noch eins erschienen. Oh, die scheiß Kanalisation. Okay, du Gary, da sind noch 4 kein Fluchen-Anfragen offen von vor 3 Tagen. Die sind abgeschlossen, die kannst du ruhig annehmen. Die habe ich alle durchgeführt. Nur langweilige Aussichten. Oh, ich könnte sogar Tempel bauen irgendwann. Nice. Okay. Eine Belohnung für meine Arbeit. Wir haben eine Schmiede, das heißt, ich kann jetzt endlich Verbesserungen machen. Damage, Damage, Damage. Mach alles. Mach alles, was du kannst. Sofort, so schnell wie möglich. Oh Gott, du auch schon wieder. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Aber wenn wir sie dazu bekommen, dass sie die Panzerung nehmen, dann ist alles besser. Wie lange haben wir noch? Ich hätte wahrscheinlich lieber Heilung nehmen sollen. 5 Tage! Das ist völlig unmöglich. Wie sollen wir die Mission bitte schaffen? Wir sind noch nicht... Guck mal, wir sind noch nicht mal in einer stabilen Position. Mein Ehrgeiz hat sich aus... 5... Oh, da ist wieder einer gestorben. Schön. Wie soll das bitte in 5 Tagen machbar sein? Oh mein Gott, wir müssen mehr pressen. Mach hier 300. Wir müssen viel mehr pressen. Ich muss das Geld besser investieren, habe ich das Gefühl. Härter investieren. Viel härter. Weil der Handelsposten gibt uns zumindest Geld. Ja, mach hier 500. Ist auch okay. Es ist ein bisschen weiter weg. Und sorg dafür, dass die Typen hier ein bisschen mehr bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier valide sein soll, ey. Guck mal, wie viele Gauner hier rum sind. Ja, hier muss irgendwo eine Gaunergilde sein, die müssen wir finden. Aber damn, son, wie soll das denn bitte gehen? Ja, Schmiede ist auch großartig, die wird gerade vollkommen zerstört. Dieser Handelsposten wird hiermit zum Eigentum seiner Majestät. Noch ein Handelsposten. Ja, wir müssen mehr ausbreiten uns. Des Königs beschützt. Die Prediction ist durch? Ja, wer gewählt hat, der hat gewählt, ne? Aber dass die Elementare kommen, ist fies. Und Minotauren kommen hier auch schon wieder. Ja, zu den Waffen könnte ich gebrauchen. Warte mal, gib mir mal hier... Ja, danke. Ich glaube, Gauner können Rüstung gebrauchen. Ja, und da geht die Klerikergilde drauf. Wir haben auch gerade schon wieder eine Klerikerin verloren. Aber die ist nur Stufe 2, das ist nicht so wild. Die 600 sind natürlich fies. Und diese 900. Keine Ahnung, Mann. Ja, hier ist auch noch ein geiler Außenposten. Der ist super, aber die müssen halt auch ankommen. Und hier sind einfach asozial viele Elementare, die das verhindern. Ich bin mir nicht sicher, wie wir das hier schneller hinbekommen sollten. 2 Tage! Sag mal, was ist denn bitte ein Tag? Oh, das hier ist ein Tag, ne? Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier hinbekommen sollen, Leute. Ne, wir sind tot. Guckt euch das an. Wie können wir denn noch mehr Ramp-Up haben, Leute? Könnt ihr mir das sagen? Naja, ich kann halt einstellen, wie lange man mit... Ja, ich weiß. Ja, ist ja in Ordnung, Shiro. Das macht ja nichts. Gary hat unseren Glauben an ihn enttäuscht, ja. Ja, ich meine, wie soll das denn bitte gehen? Guckt euch das an. 25 Elementare. Meine Leute sind gerade Stufe 13. Ich habe kaum welche. Hier oben kamen 13 Gauner oder sowas, die gerade hier alles vernichtet haben. Ich habe gerade meine Handelsposten gefunden. Die werden abgeballert auf dem Weg. Oder vom Minotaurus gefressen. Ja, geil. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, dieses Game hier. Aber das ist ja normal. Wir kennen ja, wir wissen ja, dass das hier ein bisschen schwierig ist manchmal. Ich bin geneigt, den Part zu kübeln, to be honest. Wir versuchen es noch einmal. Wenn das jetzt nicht funktioniert, kübel ich den Part. Ja, wir wissen es ja. Ja, who cares? Halt die Schnüss. Wir haben 4000. Ich glaube, das hat seinen Sinn, dass wir hier 4000 haben bei dem ganzen Shit, der auf uns draufkommt. So, das hier... Und die Klerikergilde auch noch. Ich hau direkt alle raus. Die Zauberergilde wäre vielleicht noch eine gute Sache.
Aber an sich hätte ich gerne hier einen Turm und hier einen Turm. Zauberergilde wäre vielleicht gut. Ich bin mir nicht sicher. Ein Markt wäre auch gut. So, jetzt haben wir genug Bauern, die hier bauen. Das ist die Frage. Die Zauberergilde baut sich selbst, ne? Da hatten wir doch irgend sowas schon mal. Let's try it. Wenn wir Zauberer hochleveln können, läuft das hier. Es dauert nur ewig, die hochzuleveln. Wird Garrys in der zweiten Runde schaffen. Ja, die Handelsdinger suchen ist richtig, aber ich will das hier ASAP erledigen. Dafür brauche ich aber erstmal Leute. Wenn wir das Ding erledigen, haben wir 5000 Bucks. Dann haben wir nicht den Starf. Und ich glaube, darum geht's auch. Gut, dass die hier selbst gebaut werden. Das Dumme ist, ich habe jetzt kaum noch Gold, um die Leute anzuheuern. Hahaha. Das ist ein Problem. Direkt mal hier 100 drauf. Und ich glaube... direkt Kleriker hinterher. Ja, da kommen sie nämlich schon wieder. Und das sind so viele. Wir haben nicht das Geld für Zauberer. Ich glaube, das ist ein Fehler, die so früh schon zu holen. Eines Tages gehört I don't know. Mal schauen. Hast du gerade wirklich einen König der Löwen gepult? Ich glaube, die hat gerade einen König der Löwen gepult, Leute. Komm schon. Gib mir noch ein bisschen Gold. Ich könnte das hier investieren. Das ist immer gut. Die Erpressung ist super, damit man schnell an Gold kommt. Wenn man es gerade braucht. Wir müssen diesen Außenposten fertig machen. Dann kommen hier weniger von den Trollers und wir haben schon mal einen kleinen Boost. Und das Geld muss ich dann hardcore schnell investieren in alle Leute, die es gibt. So viele wie möglich, damit wir richtig hart zurückschlagen können hier. Denn wir wissen ja, hier kommt gleich ein Minotaurus. Die ist so viel wert wie ein Turm-Upgrade, ey. Das musst du dir mal geben. Und wir brauchen noch einen Marktplatz, weil der Marktplatz ist ja auch das, was sie am Leben hält. Nicht nur Kleriker halten am Leben, im Marktplatz genauso. Dadurch können sie sich Heiltränke und Mana-Tränke kaufen und sind weit besser dabei. Das hier ist sehr gut. Du haust alleine das Ding schon kaputt, das ist großartig. Wir brauchen ein bisschen Geld. Gute Nacht, Firania. Schön, dass du da warst. Bis bald. Direkt 2 auf Nein. Ihr seid so gemein zu mir, ey. Ich hab überhaupt gar kein Vertrauen. Du wirst nur 200 kosten, ne? Ich will aber noch so eine Troller erst haben. Wie viel kann ich mir ziehen? 400. Das reicht für 2 von euch. Gut. Das ist hin. Warum habe ich diesmal kein Gold bekommen? Wo kamen die 5000 Gold her? Sag mir nicht, dass die nicht daher kamen. Wo kamen die denn sonst her? Ich habe hier oben was verloren, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier ist eine Schatztruhe zumindest. Wir wissen, dass hier oben ein Handelsposten ist. Das heißt, jetzt habe ich 5000 Gold bekommen. Danke. Da muss jetzt ein Steuereintreiber gekommen sein. 5000 Gold. Das heißt, ich will auf jeden Fall die nächste Gilde. Somewhere. Mein Gott, mir ist scheißegal wo. Pack die nur hier hin, Mensch. Da. Zauberergilde haben wir schon. Klerikergilde. Okay. Ich bin fast für mehr Kleriker auf jeden Fall. Aber auch eine Klerikergilde noch. Hau mal die Zauberer raus. Hau mir mal die Krieger alle raus. Und die Gauner haben wir schon alle. Sehr gut. Okay. Den upgraden. Nächsten Turm bauen. Der nächste Turm kommt hier oben hin. Außerdem will ich hier auch noch einen Turm haben. Dann haben wir in alle vier Richtungen einen Turm. Okay, du gehst hier hin. Das ist schön. Hoffentlich kriegen wir hier die Handelsgilde. Dieser Handelsposten wird hiermit zum Eigentum seiner Majestät. Sehr gut. Ich hätte hier oben an sich auch gerne noch einen Turm, aber das ist ein bisschen zu teuer für den Moment. Ich hoffe, der kann sich alleine ein bisschen verteidigen. Wir wissen, dass hier der Minotaurus-Sheet ist. Wir haben Zauberer. Wir haben Kleriker. Ich hätte gern mehr Kleriker, glaube ich. An sich Kleriker und Krieger. Ich habe zu wenig Geld für das alles. Der Blitzschlag ist für mich. Ich will, dass sie den Feuerball können. Und ich will, dass sie Waffenverzauberung verkaufen können. Jawohl. Und ich brauche einen Marktplatz. Das ist wichtig. Hier ist kein Platz mehr für einen Marktplatz. Das gibt's ja wohl nicht. Shit, der muss beschützt sein. Damit.
Das Vorhersageding ist ja lustig, ja, ne? Das ist auch neu, aber es ist halt im Endeffekt Gambling, ne? Das muss man sich immer vor Augen halten. Das ist Gambling. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, jetzt habe ich von allen drei Leute, was sehr gut ist. Und noch ist keiner von denen gestorben, was auch sehr gut ist. Das hier wird uns auch gut verteidigen. Das hier ist gut gegen die schwarzen Minotauren, aber nicht gegen die Elementare. Die reicht der nicht. Und wir wissen, dass es gleich richtig abgehen wird gegen die. Das bedeutet, wir müssen weiter erforschen hier. Du dahin, du hierhin. Hier muss auch jemand hin. Hier hinten muss jemand hin. Verforschung der Umgebung ist hier das höchste Gut. Du kriegst sogar 200 hier. Und da kommt wieder ein Minotaurus. Wer ist gestorben? Keiner von uns, okay. Das ist keiner von euch. Ich hätte trotzdem gerne noch Kleriker. Wenn wir das Geld rauspressen können, für die wäre ich voll dabei. Abgesehen davon wäre vielleicht gut eine Schmiede. Ich glaube nicht, dass momentan die Heilung gut ist. Ich glaube, das hier ist gut. Nehmen wir mal die Schmiede hier. So. Hier kommt so ein Penner. Der wird gleich weggeballert, der Siegfried der Rattentöter. Ja, oder auch nicht. Wegen den Rattis. Mach dich bereit zu sterben. Okay. Aber die Rattis sind jetzt zumindest ein bisschen unter Control. 500 für die Schmiede haben wir schon. Dann müssen wir noch ein bisschen was sparen für Waffen und Rüstungsupgrades. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Rüstung oder Waffen, aber... Wir könnten das hier vernichten. Wir wissen aber, dass dann die Elementare... Ach gut, die Elementare kommen so oder so, ne? Alles, was wir vernichten können, ist eigentlich eine gute Sache. Macht das für 100, dann seid ihr dabei. Da oben ist noch ein Minotaurus. Da ist noch ein Ziggurat. Warum gehört das hier noch nicht uns? Warte. Ist nur temporär, aber das sollte das freischalten. Ja! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die dürfen nur nicht vernichtet werden, weil die sind direkt Stufe 2. Darum hätte ich halt gern einen Turm dort. Aber es... Okay. Er sagte, eure Helden würden mir sicheres Geleit gewähren. Ja, hoffen wir es mal. Hier, du kriegst mal 100, damit du beschützt wirst. Aufbrechen, eure Majestät. Seid unbesorgt. Meine Dankbarkeit wird äußerst großzügig sein. Okay, ich will auch die und ich will auch das. So, damit sollten sie zumindest versorgt sein, was was Tränke angeht. Und das wird schon unsere Survivability extrem erhöhen. Minotaurus tot, sehr gut. Ich bin geneigt, hier abzugraden. Den hier abzugraden. Sobald possible. Das hier muss halt dann immer noch abgeholt werden von dem Steuereintreiber, ist wichtig. Aber der Weg ist recht kurz, das ist schön. Und relativ sicher sollte der Weg auch sein. Ich denke mal, das hier ist die Quest von wegen dem Beschützen. Ne? Gut, dass hier jemand den Minotaurus abgefangen hat. Der hat nämlich ganz schön was abbekommen, der kleine Penner. Er wird repariert, deswegen darf ich nicht upgraden. Es war zu dem Zeitpunkt bei mir noch 40 Sekunden. Endlich mal einen Sinn für die vielen Kanalpunkte. Naja, es gibt ja auch andere Sachen, die ihr einlösen könnt. Ich kann dir leider niemanden benennen, das ist ein bisschen schade, aber... Generell... Ha, die Lebensenergie von dem einen sieht nicht gut aus, deswegen gucken wir mal, dass wir regenerieren. Ja, ich will, dass der überlebt. Ah, und er kämpft gegen den hier, okay. Nee, das ist eine Gaunerin. Aber gut, dann ist die Ziggurat schon mal down. Hier ist noch eine für 200. Das muss euch reichen. Ja, das hier ist ekelhaft. Das hier ist nämlich genau das, was ich nicht will. Kämpfst du nicht gegen die? Doch. Ich will hier auf jeden Fall einen Turm haben. Und der Turm muss beschützt werden. Mit 300. Okay, wie viele Tage haben wir noch? Nicht viele. Aber wir kommen diesmal schneller durch. Erich, den Kaufmann eskortieren. Habe ich doch gemacht. Ich habe ihn doch eskortiert. Scheiße, das geht kaputt da oben. Das ist nicht cool. Ich will, dass sie stirbt. Killt sie. Oh Gott, guck mal, was sie für ein Damage an dem Ding macht. So viel zu, der verteidigt sich selbst. My ass verteidigt sich selbst. Oh mein Dieser Gott. Dieser Handelsposten wird hiermit zum Eigentum seiner Majestät erklärt. Und von den Helden und Armeen des Königs beschützt.
Ja, man sieht, wie gut das funktioniert. Mit dem Handelsposten. Und wie der beschützt wird. Ich meine, der Erich wird zumindest beschützt. Das ist gut. Oh ja. Ich lebe, den Göttern sei Dank. Ah ja. Wuhu, 11.000. Direkt investieren. Mehr Kleriker. Außerdem noch ein Wachhaus hierhin. Wo habe ich denn den anderen freigeschaltet? Hier unten. Hier kommen nur meine Leute her. Gönn dir hier nochmal 100. Okay, ich glaube, ich müsste jetzt mal ein bisschen upgraden. Das ist eine gute Sache. Außerdem, ja. Außerdem... Upgrade und Upgrade. Ich muss das Gold investieren. Ich kann das nicht behalten. Noch nicht. Die Gilde muss gleich fertig werden. Die wird upgegradet. Die wird upgegradet. Außerdem könnt ihr das machen. Das Upgrade wäre auch schön. Du kriegst ein Upgrade. Du bist ziemlich kaputt vor allem. Das ist nicht cool. Ah, und hier oben sind sie alle tot. Verbesserte Lederrüstung ist fertig. Sehr schön. Die Sachen auch. Dann haben sie zumindest mal ein Upgrade. Das wird uns sehr helfen, glaube ich. Du bist ein Magier, der hier alleine Stufe 1 rumdümpelt. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Du bist ja ein Meister. Ich will, dass die hier überleben. Deswegen gebe ich denen Regeneration. Okay, du hast aber einen Krieger bei dir. Das ist schon mal gut. Darum hilft es halt auch, wenn die in Gruppen unterwegs sind. Ein Zauberbazar wäre natürlich nice, ne? Macht hier mal einen Zauberbazar hin. Die Dinger sind richtig Geld einbringend. 20 zu 200 wird nur schwer, sich die passenden Antworten auszudenken. Glaube 25 Zeichenlimit. Okay. Ja, und vor allem nur zwei Antworten, ne? Du kannst ja nicht mehrere Sachen machen, was ein bisschen schade ist. Zauberbazar baut sich auch selbst. Sehr gut. Du kannst mal upgraden für mehr Damage. Oh, ich habe 8000. Hier, wie viel kommt jetzt rein? Komm. 900, okay, der bringt mir 800. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass hier oben safe wird. Oh, hier sind so viele Gegner, ey. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Spawn? Ich glaube, die spawnen einfach da. Ihr macht hier kaputt, das ist cool. Du bist ein Gegner. Du bist, seid ihr schon gutes Level, okay. Mehr Gold, eure Majestät. Es könnte was werden. Du hier auch. Verbessert den Nahkampfangriff. Schutz gegen Nahkampf. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, wäre vielleicht ganz nice, aber es kostet auch einen Arsch voll. Wir wissen, so lange haben wir nicht mehr. Oh nein. Wird repariert. Ja, ich will die Dinger hier besser schützen. Das geht so nicht. Ich muss sie besser schützen. Keine Wahl. Die sind meine beste Geldquelle und das Einzige, wie ich es wirklich schaffen kann. Beziehungsweise, wir haben das Ding hier auch vernichtet. Das ist sehr gut. Wir müssen mehr von diesen Gaunerbuden vernichten. Viel mehr. Okay, die Sigurat ist jetzt auch down. Der Minotaurus wird ein bisschen eine Herausforderung für euch, vor allem, weil du nicht mehr wirklich lang lebst. Ich weiß immer noch nicht, ob die Sachen hier für alle gelten oder nicht. Auf jeden Fall können wir noch drei von euch machen. Hast du einen gekillt? Nein, ihr rennt nur weg. Das ist in Ordnung. Ich kann einfach mal so 2000 bekommen. Du bist wieder fit. Kannst den hoffentlich kaputt machen. Oh, die teuren Sachen, da bangt es mir so ein bisschen vor, weil... Lohnt das, ist die Frage. Ist es das wert? Oh nein, ihr seid auch schon wieder kaputt. Naja gut, du hast ja auch Spaß, ne? Das Ding hier produziert halt auch einiges an Gold. Und hier haben sie das beides kaputt gemacht. Ihr seid doch scheiße, Freunde.
Das hier ist sau teuer, by the way. So, Schützen. Hardcore-Schützen. Das muss geschützt werden. Das Ding hier muss auch geschützt werden. Allerdings mit ein bisschen geringerer Priorität. So. Seht zu, dass da oben welche hinkommen, die das schützen können. Lebensenergie sieht gut aus. Ich krieg Geld. Gib mir Geld. Die ist auch nochmal freigespielt, by the way. Könnte so komplex sonst werden. Soll ja nur simple Ja-Nein-Fragen sein. Ja, aber das ist doch scheiße, Ja-Nein-Fragen. Da kann man doch viel besseren Kram mit draus machen. Du kannst den Eispfeil bekommen und einen Steinkerker, aber der ist für mich. Die Sachen hier sind für mich. Das ist blöd. Ich will kein Geld bezahlen dafür. 2000 für den Ausbau. Dann könnte ich die Schmiede verbessern. Das wäre gut. Die 200 investiere ich. Auch wenn ich es vielleicht nicht muss. Es war gut, dass die Magier überlebt haben für eine Weile. Wenn die Stufe 5 sind, wären sie praktisch unbesiegbar, weil sie ein Mana-Schild haben. Also dann wird es zumindest echt heikel. Die zu besiegen ist dann richtig schwer. Stell im Laufe der Zeit ein Mana wieder her. Füg mit dann Schaden zu den Feinden zurück. Ja, das ist alles gut. Die könnte ich alle gebrauchen, die Sachen. Ach, verringert die Nahkampfangriffsfähigkeit. Das ist gut. Wohin ruft mich meine Pflicht? Stufe 3 und dann so teuer, ey. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Erich haben wir und wir müssen die Unterschlüpfe noch zerstören. Aber wir müssen sie erstmal finden, ist das Problem. 500, go. Ah, und jetzt kommt's. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Direkt ausbauen, bitte. 500, damit er stirbt. Hier auch ein bisschen mehr, damit ihr hier erkundet. Alle ein bisschen weiter sehen können. Okay. Warum? Was machst du? Warum gehst du den nicht kaputt hauen? Es ist einfach nicht wahr. Investieren wir mal die 1500 für schnellere Bewegung. Ich denke, Bewegung ist ein großes Spiel hier. Oh, okay. Hier sind eine ganze Menge Schätze. Was ist das? Heiliger Boden, Tempel. Ah! Hier könnten wir Tempel. Oh my freaking God. Oh my freaking God. Ja, da solltet ihr nicht einfach so reinrennen, bitte. Tempel wäre natürlich geil, aber ich sehe nicht, dass wir hier einen Tempel bauen können, Leute. 400, mal gucken, ob da einer hingeht. Ja, wir haben hier. Wir sind hier ganz schön unter Belagerung, ist das Problem. Direkt upgraden. Das ist es wert. Das hier safe zu halten, ist es auf jeden Fall wert. Und ihr beiden seid Schweine. Die können hier ganz einfach das kaputt hauen. Beide zusammen. Oh nein, Zauberer ist gestorben. Dann noch so ein High-Level-Zauberer. Na geil. Und jetzt rennen uns die Tage davon. Jetzt ist unser Momentum weg. Das konnten wir gerade nicht gut nutzen. Shitty, aber das ist eine coole Mission eigentlich. Weil man hier richtig Momentum aufbauen kann. Nur jetzt irgendwie ist es gerade in sich zusammengefallen. Wahrscheinlich habe ich die falsche Investition gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hätte ich einfach mehr Leute holen sollen. Vielleicht ist das der Trick an dieser Mission. Oh mein Gott, ein schwarzer Minotaurus schon wieder. Ja, und das hier. Wir brauchen einfach mehr... Wir haben Gebäude verloren. Das hier oben war wieder. Ja, schön. Eine Belohnung für meine Arbeit. Ja, das macht ihr sehr gut, den einzufrieren. Eine kluge Sache. Okay, ja, den könnt ihr auch getrost erstmal ignorieren. Ich muss rausfinden, wo die sind. Wir wissen, dass hier unten einer ist, so ein Posten. Hier allerdings wissen wir noch gar nichts drüber. There it is. 1000 ist ein bisschen viel eigentlich, dafür, dass ich 5000 rausbekomme. Hier ist auch noch Platz für einen Tempel. Und wir haben schon wieder Leute verloren. Alter Vater, ey. Und der Turm ist auch im Arsch. My goodness. Und jetzt, sobald diese scheiß Elementare auftauchen, ist es vorbei. Ich meine, aber man muss das Geld investieren. Das ist schon richtig, wie ich es mache. Ich hätte nur mehr investieren sollen. Ich hätte meine Anzahl verdoppeln sollen, glaube ich. Wo ist der Friedhof? Da oben.
Ich hätte die Anzahl meiner Helden auf jeden Fall verdoppeln sollen. Schmiede ist aber auch richtig. Die Schmiede ist awesome. Eine wahrlich interessante. Aber jetzt, wo er durch ist, ist es vorbei. Ich glaube, wir können wieder neu anfangen. Aber ich glaube, ich werde den Part nicht zerstören, sondern ich werde ihn so bringen. Ja, es ist sind zwei Fehlschläge, aber ich finde, man sieht bei beiden den starken Progress. Richtig schön nach oben. Ja, das hier ist natürlich jetzt auch fies und der zerstört mir meine Karawane. Ja, wir brauchen mehr Manpower. Ich glaube, in diesem Level ist es einfach nur Manpower. Rausschlonzen wie bescheuert. Alle Leute von vorne bis hinten. Wie teuer wäre das jetzt? Es ist machbar. Ich könnte von jedem auf jeden Fall zwei haben. Mindestens. Wahrscheinlich eher drei. Zumindest von den Standard. Ich glaube, von der Zauberergilde zwei reicht absolut. Aber von und die Klerikergilde zwei reicht auch. Aber von allen anderen muss ich mindestens drei haben. Definitiv. Hundertprozentig. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich saß auf so viel Geld die ganze Zeit, das war dumm. Aber ich glaube, wir starten das im nächsten Part nochmal neu, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann mit von der Partie bei Majesty 2. Bis dann. Tschüss.